liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gestern Mittag um 14:30 hat bekanntlich der Frühling angefangen. Das freut uns alle, besonders aber die Kinder, weil man jetzt wieder mehr voraus kann. Und weil ja auch schon bald Ostern ist, habe ich gerade noch ein paar Geschenktipps fürs Osternestli aus der Spielwarenabteilung parat. Tolle Angebote zum draussen spielen. Und für spannende Unterhaltung, wenn es doch einmal so regnet. Nach diesen Tipps fürs Osternest ist jetzt der Armin dran mit Tipps fürs Ostermenü. Es ist das mal ein Lammschigo mit Oliven in Milchgart mit einem Herdöpfelgratin. Grüezi miteinander. Mehr zu diesem Rezept erfahren wir dann ein bisschen später. Jetzt darf ich Ihnen nämlich einen Gast vorstellen, der den meisten von Ihnen bestimmt bekannt ist. Herzlich willkommen, Pino Gasparini. Hallo. Herr Gasparini, ich habe gehört, dass Sie eine neue CD produziert und aufgenommen haben. Um was für ein Projekt handelt es sich dabei? Es handelt sich vor allem um die erste eigene CD, die ich aufnehmen konnte, ohne Bebelina-Orchester. Und zwar habe ich das gemacht mit einer Schulklasse aus Ilnau. Das ist eine 5. Klasse und die haben das wirklich fantastisch gut gemacht mit mir zusammen. In Ihrer Freizeit haben Sie dort auch mal Zeit zum Kochen? Viel Zeit habe ich nicht, aber ich koche sehr gerne. Und wenn ich koche, koche ich meistens italienisch. Das kommt von meiner Mama her. Sie ist Italienerin. Super. Also heute haben Sie ja die Möglichkeit, einem Chefkoch zur Seite zu stehen. Freue mich. Aber zuerst haben wir jetzt hier noch die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Welche von diesen drei Figuren aus dem Digimon-Memory, die Sie vorher gesehen haben, heisst Togemon? Ist es A, B oder C? Die richtige Antwort verraten wir wie immer nach dem Rezept von Armin Amrein. Mit einem spitzen Messer den Schigo rundum einschneiden. Salut Pino. Hoi Armin. Hey. Und mit Knoblauchviertel spicken. Dann das Fleisch mit einer Marinade aus Senf, Rosmarin, Koriander, Pfeffer, Zitrone, ein bisschen Olivenöl einbinzeln und dann mindestens eine halbe Stunde stehen. Im vorgeheizten Ofen während 10 Minuten anbraten und die Hitze reduzieren. Ein Rosmarinzweigli und schwarze Oliven dazugeben. Und mit einem halben Liter Milch ablöschen. Und jetzt zu weiteren Tipps aus dem Ostermagazin, wo die Woche als Beilage mit der Coop-Zeitung verschickt wird. Neben Geschirr, Gläser und den passenden Accessoire zeigen wir Ihnen dort auch, wie Sie den Tisch mit Servietten, Kerzen und Arrangements aus unserer Blumenabteilung besonders festlich decken können. Ebenfalls aus der Blumenabteilung kommen diese Woche die Tulpen zum Aktionspreis. Und wenn dieser Osterbaum zum Dekorieren einmal ausgedient hat, findet er als grüner Korkenzieherhasel im Garten oder auf dem Balkon bestimmt ein Plätzchen zum Weiterwachsen. Jetzt geht es aber nochmal zurück zum Armin und dem Pino Gasparini mit dem Lammschigo. Wir haben den Schigo während einer guten Stunde schmoren, ab und zu gewendet und mit Milch begossen. Wenn das Fleischthermometer 60 Grad anzeigt, alles aus dem Ofen nehmen. Den Schü in ein Pfändchen abgießen. Soße halber an dazugeben. Lauf kochen. Und mit Pfeffer und Salz würzen. Und die Oliven zuletzt wieder in die Soße geben. Den Schigo tranchieren, mit wenig Soße beträufeln und mit einem Herdöpfelgratin servieren. Mit dem Rezept aus der neuen Coop-Zeitung werden Sie nicht nur an Ostern gross rauskommen. Viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Jetzt aber zur Auflösung vom Wettbewerb. Der Togemon aus dem Digimon Memory haben wir gesucht. Es ist die Figur B. Darf ich bitten, ein Kärtchen zu ziehen? Richtig tippt und das Nachtessen auf dem Bürgerstock hat gewonnen. Der Marco Gallotti. Herzliche Gratulation. Das ist Ihr Preis. Danke. Viel Vergnügen. Merci vielmals. Vielen Dank allen fürs Mitmachen. Und natürlich ganz besonders Ihnen, Pino Gasparini. Danke. Wir haben vernommen, dass Sie morgen Geburtstag feiern. Und möchten Ihnen natürlich mit dieser Aufmerksamkeit von der Coop Blumenabteilung herzlich dazu gratulieren. Herzlichen Dank. Gewinnen können auch Sie daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Supercard-Spiel mit folgenden Sponsoren. Thai Kitchen Kokosnusssuppe, Fadusch mit Meeresmineralien, Ariel Essential Flüssig, V6 Junior Kaugummi und Gico d'Oro Cremino und Bohnen. Zu gewinnen gibt es 10 Tage Sonne, Sand und Spass für 2 Personen im Phuket.
sowie 10 Wok-Sets, offeriert von Thai Kitchen und zusätzlich 80 x 10'000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Das war's gewesen für heute. In einer Woche geht es bei uns dann unter anderem ums Eierfärben. Wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.